Bei den einen ist er beliebt, bei vielen jedoch nicht. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, war zum 21. Regionalgespräch in Donaueschingen als Ehrengast eingeladen. Donaueschingen. Einen gebührenden Empfang bekam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitagabend, den 15. September 2023, als er mit einer Eskorte von Polizeimotorrad in einer dicken schwarzen Luxuslimousine an den Donauhallen ankam, aus dem Wagen stieg und in Begleitung seiner Personenschützern den Weg im Stechschritt ins Foyer des Mozartsaals ging, um sich dort ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Mit Trillerpfeifen und durch ein Megafon gesprochene Worte wurde die von den Demo-Teilnehmern eigens ins Freie vor die Halle übertragene Veranstaltung kommentiert. Laut Medienberichten nannte der deutsche Bundespräsident die Waffenlieferungen an Kiew eine gerechtfertigte christliche Maßnahme. Ist dies eine Provokation eines Angriffskrieges? Herr Steinmeier, wer ist hier der Populist? Man muss normalerweise den Schaden am Volk abwenden. Und er sorgt dafür, dass wir aber Schaden kriegen durch die Aktivitäten, die sie eigentlich planen. Vielleicht kann ich starten mit was anfangen. Schaden. Provokation eines Angriffskrieges. Wer ist hier der Populist, Steinmeier? Provokation eines Angriffskrieges, Herr Steinmeier. Eine Diskussion, Herr Steinmeier. Eine Diskussion. Volksverrat! Herr Steinmeier! Wir sind hier für ein Gespräch. Wir haben Argumente. Hier sind die Argumente. Hier sind die Argumente. Wir haben Argumente. Herr Steinmeier, hier sind Ihre Argumente. Hier spielt die Musik.